Wir testen mal das Glock 78 Feldmesser von den Österreicher. Schauen wir mal, wie sich das werfen lässt. Ist ganz gut balanciert. Also schon beim ersten Wurf fühlt sich ganz gut an. Das sind jetzt super. Immer auf die Entfernung, aber also jeder Wurf hat gespickt, gut balanciert, gut zum Werfen geeignet. Müsste man mal die verschiedenen Entfernungen probieren. Glock 78. Zart. So, da ist so ein schönes Ziel, da muss ich es jetzt glatt nochmal ausprobieren. Fester. Die Scheibe muss man, glaube ich, holen, die ist gut. Mal noch. Schöne Spielerei. Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe ja heute ein paar Testwürfe gemacht mit meinem Glock 78 Feldmesser, die mich sehr zufriedengestellt haben. Es ist gut balanciert, es ist sehr stabil. Ich habe verzichtet, hier irgendwelche Demonstrationen zu machen. Die könnt ihr auf anderen YouTube-Videos anschauen. Da wird versucht, dieses Messer mit Gewalt kaputt zu machen, abzubrechen, Ziegelsteine zu hacken. Da ist mir das Messer zu schade. So einen Scheiß mache ich mit dem Messer nicht. Das tut mir richtig weh. Das können andere machen. Das könnt ihr euch auf anderen Videos anschauen. Ich zeige euch aber jetzt noch ein Feature, das das Messer hat. Ein richtiges Feature. So eine Snap-on-Scheide, das klickt ein. Hier kann man es gut am Koppel oder am Gürtel tragen. Es fällt nicht raus. Es hat hier so eine Schnappverriegelung, die man auch richtig hört. Das will ich euch auch noch zeigen. Aber jetzt kommt das Beste vom ganzen Messer. Das Messer hat einen eingebauten Flaschenöffner. Hier am Heft, an der Parierstange, kann man ganz easy eine Bierflasche aufmachen damit. Prost! Das wollte ich euch noch zeigen. Die Klinge ist aus Federstahl. Ich schätze mal 4-5 mm stark. Das ist eine schlanke Klinge. Das Messer liegt gut und griffig in der Hand. Hat eine kleine Parierstange. Also ein richtig gutes Militärmesser, ist auch preislich nicht zu heftig. Ich habe 35 Euro dafür gezahlt, neu. Lässt sich am österreichischen Gewehr auch als Bajonett benutzen. Da muss dann dieser Stopsel hinten entfernt werden. Die genaue Vorrichtung kenne ich nicht. Können wir nochmal was hacken, da geht ja die Klinge nicht kaputt.
Also sehr hart, sehr ausgetrocknetes Holz. Ich denke mal, mit einem feuchten Aststück geht es schneller. Ihr könnt die Klinge noch mal sehen, die gibt es auch mit Sägerücken, das Modell. Das hat mir aber nicht gefallen, ich habe das genommen. So, so viel zum Glock 78. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!